gesagt, ist hier Dortmund der Favorit eigentlich. Denn nach dem Ausfall des Stammtorwarts Max Diekerhoff und der Hereinnahme eines Feldspielers, Colin Noah Kleine-Bekel im Tor der Dortmunder, ist das so nicht mehr gegeben. Es hat zwar eben gereicht für ein spektakuläres 7:6 gegen Werder Bremen, aber das ist eine Schwächung, ganz klar. Denn ohne da Kleine-Bekel irgendwie zu nahe treten zu wollen, sattelfest wirkte er nicht, und trotzdem freuen wir uns hier auf ein hoffentlich spannendes Viertelfinale zwischen Berlin und Dortmund. Erster guter Versuch durch Dennis Henneler. Und da war der erste Schussversuch. Ich habe den ja gerade so übergebügelt, dass er eine Schwächung ist. Jetzt hat er fast hier das 1:0 gemacht. Tyron Kane, James Marta, ist mittlerweile zusammen mit Berkan Kubelinčić der Topscorer des Turniers. Also wenn Marta noch ein Tor auflegt oder trifft, dann wird er auf jeden Fall Platz 1 einnehmen in dieser Wertung, der Topscorer-Wertung. Wir sind gespannt. Der Zehner beim BVB. Der erste Schussversuch der Berliner, die Möglichkeit, und sie müssen das Tor schon treffen, und dann haben wir die erste Parade. Vom Aushilfskeeper. Und dann Turniere, die natürlich in Erinnerung bleiben. So, da bleibt er natürlich cool. Aber Berlin macht gerade unglaublich viel Druck. Dortmund kommt nicht so richtig aus der Bedulie in den Pfosten. Dortmund kriegt keine Ruhe ins Spiel. Latte. Zweites Mal Aluminium. So, Wechsel jetzt. Christoph Gerling zählt, der Schiedsrichter des VfL Frohheim. So, nächster Versuch des Keepers. Fast in den Ballverlust geendet. Also da war für Hertha das Tor schon ganz weit auf, hier in Führung zu gehen. Haben wir nicht geschafft. Abstoß. Hertha, die sich ja schwer getan hat im Achtelfinale gegen die Mühlenkraus aus Wahl. Erst kurz vor Schluss das 2:0 erzielt. Und dann weitergekommen gegen unsere heimische Auswahl. Berliner ja der Rekordsieger des Turniers mit 4 Cup-Gewinnen. 7-mal, auch das Rekord, standen sie im Endspiel bei diesem Turnier. In 19 abgeschlossenen Ausgaben, 7-mal im Endspiel. Zuletzt 2015, und dann das 1:0. Und da ist die angebliche Schwächung, die der Kommentator hier herbeischreit. Colin Noah, Kleine-Bekel, nimmt Maß und trifft für den BVB zum 1:0.
Da geht's zu zweit. Dortmunder sind unglaublich heiß. Na, mit kleine Bekel. Dortmunder standen zweimal im Endspiel, 2007 und im Vorjahr 2018. Im letzten Jahr gab es eine deftige Niederlage gegen die Kölner. Dortmund aber auch mit einem recht kleinen Kader angereist. Und da waren im Endspiel die Kräfte merklich am Ende gegen die Kölner. Jetzt erneut der Traum vom ersten Cup-Gewinn. So, jetzt aber die Riesenmöglichkeit. Außennetz und es gibt Abstoß. Also kleine Bekel macht das da unkonventionell, aber bisher recht erfolgreich. Die Null steht. Aber klar, der BVB wird noch Tore brauchen. Immer ein Spiel mit dem Feuer, dieser Torwart. Oh, Marta legt den Ball raus. Aber auch Berlin spielt mit Torhüter. Jasper Köhn für die Berliner. Und das war ein klasse Ball. Super durchgespielt, 1:1. Wunderbarer Pass, den Quentin Seidel vollendet. Der Kapitän der Berliner. Eine Mitnahme. Starker Pass, 1:1. Und der nächste Treffer durch Colin Noah Kleine-Bekel. 2:1. Für den BVB. Das ist jetzt natürlich sehr simpel, was der BVB da spielt. Die können eigentlich mehr, die haben schon besseren Hallenfußball gespielt als durch diese Distanztore. Hier in Front zu gehen, haben wir ihn. Im Aufbau zusammen mit Tim Luca Zimpel, der abschließt. Zimpel behauptet hier den Ball. Jetzt gibt es Freistoß für die Berliner. Zimpel noch im Dialog. Wir schicken da so ein paar analoge Freundschaftsanfragen. So, Gerling beruhigt die Situation. So, Handshake, alles gut. Weiter geht's. Christoph Gerling, Schiedsrichter beim VfL Pforzheim.
hier unglaublich intensiv die Duelle an der Bande. Langer Ball, etwas zu lang, als dass der Enis Ochakaya erreichen könnte. Nummer 5 beim BVB. So, nächster Angriff Dortmund. Wie gesagt, sie brauchen noch Tore. 5 Minuten und 15 Sekunden vor Ende dieses dritten Viertelfinals. Wir suchen, wie gesagt, den Halbfinalgegner für den VfB Stuttgart. Und jetzt natürlich Zeit. Hertha muss jetzt was machen. Da hat Überzahl spielt. Der BVB, der hat mit der Bande nochmal gespielt. Möglichkeit für Tahiri, der jetzt den Ball auch in der Ecke hat. Legt die Kugel nochmal zurück. BVB bleibt im Ballbesitz. So, jetzt nochmal die schöne Drehung. Überzahl spielt. Den müssen sie rüberlegen. Rüberlegen. Da war die Riesenmöglichkeit. Die sind nicht gut ausgespielt. Da ganz drüben war Tahiri wieder frei mit der 8. Die gewinnen momentan das Gros der Zweikämpfe. Das war zu Beginn der Partie noch anders. Da hatten die Berliner deutlich Oberwasser. So, Tahiri hier im Zweikampf verliert diesen. Kaum spreche ich es an. Wichtiger Ballgewinn für Berlin. Nächste Schussmöglichkeit. Den Abpraller. Der könnte jetzt nochmal gefährlich werden. Wenn sie abschließen, aber wieder energisch verteidigt. Und jetzt geht's auf der anderen Seite ins Duell. Also man spürt das hier, dass es jetzt entscheiden wird, diese Phase des Spiels. Nächste Abschlussmöglichkeit für Ochakaya. So, Überzahl. Wenn sie es jetzt gut spielen, wenn sie es gut spielen, wenn sie es gut spielen und sie tragen den Ball ins Tor. Das hätte das Tor sein müssen hier. Ich weiß nicht, ob er den vielleicht sogar schießen wollte. So hoch spiele ich eigentlich keinen Mitspieler an. Außer ich mag ihn nicht. Wenn er meine Freundin gedatet hat, dann schieße ich ihm den Ball so vielleicht zu. Ansonsten wollte er es, glaube ich, selber machen. Das ist sogar keine so schlechte Idee. Mbuku. Schwieriger Ball für den Torwart gegen die Bande. Verliert dadurch dann immer die Kontrolle. Glück gehabt. Das sind so Fehler, die sollten sie sich jetzt 2 Minuten 20 vor Ende nicht erlauben. Ich bleibe bei meiner These. Sie brauchen noch ein Tor, die Dortmunder. Mata, der war noch blass in diesem Spiel. Die Nummer 10 beim BVB. Oh, das war stark geholt, den Ball. Wichtiger Ballgewinn. So, 3 gegen 1 Überzahl. Die müssen sie jetzt vernünftig ausspielen. Riesenchance und das Tor für den BVB. Benedikt Mbuku. Klasse gespielt. Überzahl perfekt ausgespielt, im richtigen Moment gewartet. Und das Model jetzt noch. Jährling mit Mbuku. Also 3-1 und noch 1,38 auf der Uhr. Entschieden ist das hier noch nicht. Erst recht nicht mit der besonderen Konstellation im Tor beim BVB. Aber jetzt kommt Mata. Der muss doch eigentlich noch treffen hier. Der wäre der Topscorer des Turniers. Schafft das nicht. 4-Sekunden-Regel von Christoph Gerling. Und 4 Sekunden bei Borussia Dortmund. Hertha BSC wieder am Ball. 1 Minute 10. Wäre das ein Ding, aber genau das war klar, dass das nochmal passiert.
Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute der Begegnung wird Ihnen präsentiert von Hack-Konzept. Kartonagen aus Lübeck. Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute der Begegnung wird Ihnen präsentiert von Pack-Konzept. Kartonagen aus Lübeck. Das war ganz eng. Aber den Ball haben sie einfach so weggegeben. Das war unnötig. Berlin nochmal mit dem Feldspieler. Wichtiger Ball gewinnt. Tor war leer. Mbuku, Abpraller. Tor ist immer noch leer. Jetzt der Treffer. Mata, Mata, Mata. 4-2 BVB. Und damit alleiniger Topscorer. Innenpfosten rein. Der BVB ganz nah dran am Halbfinale. Aber durch ist das immer noch nicht. Wenn die Berliner jetzt schon wieder treffen. Und da ist nochmal der Ballgewinn. Freistoß Berlin. Führen sie schnell aus. Abschluss muss jetzt kommen. Und das dürfte es gewesen sein. 13 Sekunden vor dem Ende mit einer 2-Tore-Führung. Wahnsinn, was für eine Geschichte. Ohne nominellen Torwart zieht der BVB hier gegen Hertha BSC Berlin ins Halbfinale ein. Wahnsinn. Der Abschluss kommt nochmal. Und was für ein Treffer. Zumindest Schliemann verabschiedet sich hier standesgemäß. Also was für ein Viertelfinale. Richtig klasse, richtig Emotionen. So macht uns das doch Spaß ohne Ende. Wahnsinn. Wir freuen uns jetzt auf das letzte Viertelfinale. Mainz gegen Schalke. Gratulieren dem BVB zum einzigen Halbfinale. Und melden uns gleich wieder mit dem letzten Viertelfinale.